Hallo und willkommen zu einem eher ungewöhnlichen Video. Ich hoffe, das funktioniert alles soweit, weil mit dem Handy Videos und Hochladen habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ist heute auch für mich Premiere. Heute ist Sonntag, der 3.12. und vorneweg wünsche ich euch allen erst einmal einen schönen ersten Advent. Hier schneit es wie verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr die weiße Winterlandschaft bei euch genießen könnt. Wenn ja, dann tut es, macht das mit euren Liebsten. Ich persönlich kann das leider nicht. Wir sind im Dezember, der letzte Monat des Jahres. Ich habe jetzt quasi jedes Wochenende in meinem Laden zu tun. Und da sind wir auch schon beim eigentlichen Thema dieses Videos. Ich persönlich hetze mal schnell rüber in meinem Lädchen. Da ist es ein bisschen wärmer als hier bei mir im Auto. Und dann will ich euch erklären, warum ich hier bin, warum es heute kein Speedbuild gibt, warum es heute kein Set gibt und warum es heute kein Intro gibt. Und da bin ich auch schon in meinem kleinen Lädchen. Hier ist es dann doch um einiges gemütlicher. Hinter mir seht ihr das Notre Dame stehen. Ich kann mal so ein bisschen weggehen. Eigentlich der Blick von hier im Laden, wo alle drüber stolpern, wo sich die Leute an der Scheibe die Nase platt drücken. Aber das nur Nebensache. Warum bin ich hier? Warum mache ich heute dieses komische Video? Ich habe es schon eingangs erwähnt. Es ist Dezember. Das heißt, ich bin jetzt jeden Samstag in meinem Lädchen. Heute ist Sonntag. Heute ist verkaufsoffen. Auch da sitze ich. Gleich machen hier die Pforten auf. Da bleibt keine Zeit für privates Leben. Das könnt ihr euch vorstellen. Ja klar, wir haben noch 3 Adventssonntage, aber die gehören definitiv meiner Familie. Bringen wir es auf den Punkt, ich werde keine Zeit mehr finden, jetzt noch irgendwelche Reviews für euch zu machen. Berufsmäßig geht es für mich jetzt auch nochmal komplett auf Montage. Ich weiß nie, wie die Hotelzimmer im Vorfeld aussehen, also werde ich da auch kein Set mitnehmen, um da irgendetwas für euch zu bauen. Aber ich will ja jetzt nicht in eine 2-monatige Pause gehen, bis es dann Ende Januar wieder soweit ist, dass ich sage, und jetzt kann ich euch wieder Videos zeigen. Ich habe mir daher was überlegt, denn bei mir, die Postströme reißen nicht ab. Es kommen die feinsten Dinger. Es ist bei mir angekommen, der Arc de Triomphe von Stebrick. Es ist bei mir angekommen, das Courthouse von Stebrick. Es wird im Januar bei mir losgehen, diese riesengroße Burg von Sir Percival, auf die ich mich schon wirklich irrsinnig freue, weil das ist ein Projekt, das wird uns über Monate wird uns das begleiten. Wir werden jedes Modul aufbauen, wir werden sie uns anschauen und ich bin da schon sehr, sehr aufgeregt. Ich hatte das im Vorfeld schon im Communities angekündigt, dass ich sie zeigen möchte. Und ich weiß, viele von euch freuen sich da auch drauf, weil das wirklich mal ein riesiges Mock ist für Leute, die Platz haben, das sich über Monate holen können. Es funktioniert ja letzten Endes nicht anders wie das Manhattan von Bluebricks. Wir bekommen Module, wir können was Großes bauen. Und trotzdem freue ich mich natürlich auch riesig auf den Arc de Triomphe, der nicht von Stefano selber, sondern ich habe den Namen vergessen, verzeiht es mir bitte. Ich werde es euch aber hier unten verlinken, den zu bauen. Das Courthouse, da freue ich mich drauf. Ein sehr, sehr schönes Set von Stebrick und der Andreas vom Noppenstein-Block, auch der ist da viel, viel mit involviert. Der hat da nämlich auch schon so sein eigenes Mock in das Mock mit reingepackt. Auch das möchte ich euch passend dazu zeigen. Also ihr seht, viel zu tun und gleichzeitig habe ich schon wieder mehrere Sets von Fantasy zugelegt, die mir auch wahnsinnig gut gefallen. Oh, es reißt nicht ab, es wird schöner und schöner und schöner. Und damit wir da gar nicht in so eine große Pause fallen, ich aber auch die Familie nicht aufgeben muss, die mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht, die braucht ihre Zeit, die soll ihre Zeit neben dem Hobby bekommen, werden wir jetzt anfangen, mehr live zu bauen. Eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr vernachlässigt habe, über die ich mich aber auch riesig freue, und zwar mit euch direkt das Bauerlebnis dann teilen zu können. Wir können direkt uns austauschen, während etwas gebaut wird. Wir haben das beim Tempel gemacht, war irrsinnig schön, hat irrsinnig viel Freude gemacht. Und das will ich wieder hochleben lassen. Es wird schon losgehen nächsten Sonnabend. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut. Das ist dann der 9.12. Da geht's los. Da beginnen wir mit dem Bau des Arc de Triomphe. Das ist das erste Set, was ich gerne noch fertigstellen möchte. Vielleicht schaffe ich das sogar noch in diesem Jahr. Wie lange diese Streams gehen werden, das kann ich euch jetzt noch nicht erzählen, weil das ist auch so ein bisschen, man setzt sich hin, man fängt an und dann kommt es auch darauf an, wie ist das Publikum? Ist es ein Publikum, was viel erzählen möchte? Kommen wir von Höcksken auf Stöcksken, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt und was ja auch das ganze Schöne an diesen Livestreams überhaupt ist. Ich würde sagen, wir versuchen es mal 2 Stunden und wenn es 3 werden, dann freuen wir uns, dass wir uns 1 Stunde länger unterhalten werden. Also 2 Stunden setze ich da mal per se an, Samstagabend, Primetime-Zeit,
20 Uhr würde ich sagen. Das Fernsehen bietet sowieso teilweise nur Schrott, also können wir das gerne mal zu dieser Zeit starten. Freue ich mich wirklich riesig drüber. Für mich heißt das aber auch im Vorfeld, ich muss Notre Dame noch fertig kriegen, dann wenn ich im Januar anfange mit der großen Burg von Sir Percival. Oh, dann platzt bei mir wieder alles aus allen Nähten und Sir Percival, der wird mich über Monate, wird mich dieses Set begleiten. Das ist jetzt schon klar, weil es kommen, man muss es mittlerweile schon sagen, leider so viele gute Sets hinterher, wo ich immer dieses, ach, das haben will Syndrom. Ich glaube, jeder von euch kann das nachvollziehen. Jeder von euch kennt dieses Syndrom und sagt sich, oh, das möchte ich haben. Und ich möchte sie euch so schnell, wie ich nur immer kann, auch ganz gerne vorstellen. Deswegen, also wie gesagt, die nächsten 2 Monate wird es eigentlich kaum ein standardmäßiges Review geben. Das heißt, der Donnerstagabend, 19 Uhr versuche ich ja immer die Videos online zu stellen. Der wird sich jetzt erst einmal in Luft auflösen. Wir werden also jetzt samstags miteinander streamen und wenn da mal irgendwie ein Schlechtwettertag oder sowas mit dabei kommt, mit Sicherheit auch den ein oder anderen Tag mehr. Wenn noch mal irgendwo Zeit zu finden ist, wo ich ein normales Review machen kann, werde ich euch das zu einer gewohnten Zeit am Donnerstagabend natürlich ausstrahlen. Es kommen noch 2 Videos, also wenn ihr das jetzt seht, ich weiß es gar nicht, was ich da habe. Oh, das ist schon wieder mehr als peinlich. Ich glaube, ich habe noch den Formel 1 Alpha von Kader. Den habe ich auf jeden Fall. Das sollte auch das letzte reguläre Review sein, was ich jetzt noch im Vorfeld aufgezeichnet habe. Und jetzt gerade ist im Mitgliederbereich noch ein Video. Schlagt mich. Ich weiß es nicht einmal mehr, was ich hochgeladen habe. Es geht aktuell wirklich drunter und drüber. Leute rufen an, wollen noch irgendwas bestellt haben für Weihnachten, wo man sich drum kümmert. Ich komme einfach nicht drauf. Ist ja auch relativ egal, würde ich sagen. So, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht, würde ich sagen. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen was vorbereiten. Ich will selber noch mal schnell auf den Weihnachtsmarkt sprinten, mir noch mal eben schnell ein kleines Tässchen Glühwein gönnen. Darf man das eigentlich sagen, wenn man nachher noch ein bisschen arbeiten muss? Psst. Wir müssen es ja keinem erzählen. Wir sind ja hier, also du und ich, also ne, wir sind ja hier untereinander. Wenn du das nicht erzählst, ich behalte es für mich, sind wir uns alle einig. In dem Sinne, was soll ich jetzt noch großartig sagen? Ich habe schon wieder mehr geplappert, als ich wollte. Es kommen wahnsinnig schöne Sets auf uns zu. Die meisten werden wir jetzt live miteinander bauen und oh, Freude, Isarau, die Sets sind so geil. Wir kommen aus dem Onanieren gar nicht mehr raus. Ach, damit soll ich, überschlag mich hier jetzt noch so. So lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Ich wünsche euch, wenn wir uns nicht mehr sehen, eine schöne Vorweihnachtszeit. Haltet mal die Augen auf. Dieses Jahr wird mein Kanal sage und schreibe schon 5 Jahre, das muss man sich mal überlegen, 5 Jahre alt. Da werde ich mit Sicherheit nochmal ein kleines Dankeschön-Video hochladen. Wenn wir uns also vorher nicht sehen, wünsche ich dir, euch, uns eine schöne, ruhige Vorweihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, geht raus in den Schnee, baut mit euren Kindern einen Schneemann, lasst ihn hochleben und schaut dazu, wie er in vielleicht in 14 Tagen dahin schmilzen wird. In dem Sinne, habt ihr mir was zu sagen? Benutzt gerne die Kommentarfunktion, freue ich mich. Wollt ihr die Livestreams nicht verpassen, dann ist jetzt natürlich die beste Zeit, noch ein Abo abzuschließen und auf die Glocke zu drücken, damit ihr das in keinem Fall verpasst. Die Sets, die ich erwähnt habe, ich hoffe, ich kriege das hier mit dem Handy hin, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das jetzt gerade gesehen habt und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.